So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Wir haben gerade Sokolov entführt und sitzen immer noch in diesem Zimmer zusammen mit Emily, mit der wir mal kurz reden können. Nee, können wir nicht. Denn das Spiel gibt uns nicht die Möglichkeit, aber wir können mit jemand anderem sprechen, der möglicherweise, nein, der ist nicht viel interessanter, aber für unsere Mission wahrscheinlich schon. Was? Ah, okay. Unser Martin wurde zum Dings... Ups, das wollte ich nicht. Okay, auf zu Sokolov. Mal schauen, was er uns zu berichten hat. Hey! Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Kaiserlicher Arzt? Ich glaube, okay. Okay. Gut. Hey, da bin ich, Leute. Weiß er, was Loyalität bedeutet. Das weiß ich. Diese Unruhen, doch ich weiß, dass sie ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Warum nicht? Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne. Ich kann dir einfach einen Finger abschneiden, wenn du möchtest. Dann kannst du keine Bilder mehr malen. Oh, ich kann hier richtig... Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel für Sie, Sokolov. Mist, ich hätte mir den Ratten direkt drohen sollen. Das hätte besser zu mir gepasst, glaube ich. Da hätte ich mehr Lust drauf gehabt auch. Mist, optional, rede mit Piero und kaufe ein Bestechungsmittel. Nee, warte mal. Mal sehen, ob die Ratten rungig sind. So. Das passt besser zu mir. Tut mir leid, da habe ich mehr Lust drauf, das zu sehen. Nein, tja, Mensch. Weißt du, du sprichst jetzt schnell. Oder es ist ganz schnell vorbei. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist. Sie sollte okay. Mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihr. Oh, von dem Maskenball habe ich schon gehört. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ja, sieht so aus, ne? Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Das macht nichts, da komme ich schon rein. Haben Sie schon eine Maske? Ja, die habe ich schon. Ich weiß noch nicht, ob die ein bisschen auffällig sie werden wäre. Sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Ah, die Maske passt, schätze ich. So wie es der aussieht. Es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast. Oh, das kann ich gut eliminieren. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Günstige Winde wehen. Konnte nicht mehr ganz zu Ende sagen. Wie ich höre, sind sie zur Feier der Boys. Ja. Ich habe warum nur der Alkohol? Eine Bitte an Sie. Mhm. Geben Sie bitte er musste sich Mut antrinken, um mich zu fragen. Okay. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay, grober Mann mit Wolfsmaske. Dem soll ich diesen Brief geben. Oder diese Notiz. Zu Lord Shaw ist das. Okay. Oh, Emily. Hey. Oh, möchtest du nichts sagen? Hm. Gut, wo ist Piero? Das ist Wallace. Sagen Sie, was Sie wollen. Wo ist Piero? Corvo, ich bin im Obergeschoss und kümmere mich um was. Kommen Sie zu mir, wenn Sie etwas brauchen. Ja, ich brauche was. Okay, dann porte ich mich mal hoch. Ich will sowieso ein paar Mana-Tränke auch kaufen. Da kann ich ruhig ein bisschen Mana jetzt verschwenden. Wo bist du, Piero? Piero? Ich bin doch im Obergeschoss. Hä, wo ist er denn? Geht's noch höher in diesem Haus? Ah, okay. Wir suchen dann mal nach ihm. Oh ne, ich will nicht verschwenden. Ich will kein Mana verschwenden. Zack. Klimmen wir mal das Haus. Springen wir da mal rüber. Okay, jetzt bin ich im Obergeschoss. Wartet mal, da bin ich doch gerade aufgewacht, oder? Da hätte ich das gar nicht machen müssen. Ah, das war so dumm. Also ist er jetzt hier irgendwo oder nicht? Der ist hier doch gar nicht. Oh, er hat mich reingelegt. Egal, hören wir auf, nach Piero zu suchen. Hallo, wie geht's? Gut, schön. Das hört mich nicht. Ich habe einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Ich gehe in die falsche Richtung gerade. Ich will hier raus. Wo geht's hier raus? Oh, was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt entdeckt? Ich weiß, wie das aussieht. Oh, Piero. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Ah, was hat er wohl durch das Schloss gesehen, hä? Sie sollten hier lieber niemanden hinterher spionieren, Prima. Wen sich, wenn man ansehen, kümmert mich nicht. Verstehe.
Nun, ich verstehe bereits alles, was Sie denken. Ich bin ein geborener Philosoph, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch ein Gentleman bin. Also hat er wirklich jemanden durch das Loch beobachtet? Versuche ich mein Bestes. Ja, sowas würden wir natürlich nie tun, oder? Also ich meine, sowas würden wir... Hallo? Da ist tatsächlich jemand im Bad. Oh mein Gott. Naja, dann kommen wir da jetzt aber nicht an die tollen Sachen ran. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nicht noch einsteigen. Also das ist ja klar. So, wir rennen jetzt zu Samuel und machen die Mission. Ignorieren einfach mal das, was gerade passiert. Oh. Ist hier wieder offen. Aber er ist noch gar nicht wieder hier. Oh, ich wollte eigentlich was kaufen. Egal, wir brauchen das schon nicht, hoffentlich. Los, Samuel. Ich will weg von hier. Ich will zum Maskenball. Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Aber für mich ganz bestimmt. Wenn ich, oh, ich habe die schönste Maske. Ich glaube, unter Masken falle ich mit dieser Maske immer noch auf. Ich weiß ja nicht, ob die Tarnung wirklich funktioniert mit so einer Maske. Ich glaube eigentlich nicht. Aber na gut. Los geht's. Kurze Anfahrt zur Mission. Boah, hier sieht's richtig düster aus. Passt zu Halloween. Ich nehme das übrigens gerade an Halloween auf. Oh, seht ihr den da? Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Ich merke das schon. Wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Das glaube ich immer noch nicht. Meine Maske wird auffallen, mal ehrlich. Besser ihr als ich. Mann, die machen mir Angst, diese Riesenteile. Wie jetzt? Jetzt soll ich hier auf dieses Ding... Wie soll ich denn von hier weg? Wie doof ist das denn? Soll ich da hoch am besten? Vielleicht ist es gar nicht so doof, hier hoch zu gehen, oder? Probieren wir das mal. Zack. Mist, hat nicht geklappt. Mana verschwendet. Egal, wir schwimmen einfach mal hier rüber. Oh ne, da sind wieder diese fiesen Fische. Schnell raus. Super. Oh, der, wie findet ihr diesen Turm? Das sieht doch voll cool aus, oder? Oh, ich mag den Artstyle dieses Spiels sehr. So, da ist wieder so ein Wächter. Oder da ist so ein Wächter. In welche Richtung muss ich eigentlich? Ich muss darüber. Okay, laufen wir einmal schnell hier lang. Und dann klettern wir hier schnell hoch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Habe ich noch... Wurde ich gesehen? Das war doch das Ich-wurde-gesehen-Geräusch, oder? Egal. Weiter hoch. Ich möchte auf das Dach rauf. Mist, ich sollte mal Ausschau halten nach... Mein Herz pocht nämlich auch. Ich wusste es. Oh, da ist so ein Weiner. Ah, den kriegen wir noch schnell. Wie diese dummen Fliegen, die um die rumfliegen. So, was haben wir denn da gefunden? Eine Rune und ein Mana-Trank. Das war sogar ein Schrein. Wow. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe alle ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So ja, sieht so aus. Es wird Lady Boyles letzte Feier. Ui. Ui, 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 das ist aber böse. Okay, den Mana-Trank möchte ich noch haben. Gut, ey, cool, wir haben so einen Schrein gefunden. Davon habe ich ja bis jetzt viele verpasst. Den haben wir nicht verpasst. Ich bin überrascht. Fängt schon mal sehr gut an, diese Mission. Oh, noch mehr Weiner. Oh, das sind sogar richtig viele. Nein, 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 nein. Oh, sind die fies. Ja, komm schon. Oh, die sieht ja genau gleich aus. Oh, die habe ich aber gut erwischt. Okay, die Weine haben wir ausgeschaltet. Ich weiß, dass in diesem Gebäude sind noch mehr Sachen. Ich will auch das Knochenartefakt da haben, aber wie komme ich da ran? Das ist doch in der... Ach, das liegt hier auf dem Boden. Oh, was ist denn mit dem passiert? Haben die an dem rumgenagt? Oh, okay. You wanted me to decide. You asked me to do it. There's a hole in that world. In the world. Okay. Ha. Hm. Ja. Oh. Dreary, dreary, dreary. Ist das dein Name? Oder bedeutet das was auf Englisch? Ich weiß ehrlich gesagt. Bin mir da gar nicht so sicher tatsächlich. Gut. Wir müssen da drüben hin. Feier der Boyles. Da drüben gibt es noch ein Knochenartefakt. Und hier unten gibt es noch eine Rune. Ich könnte erst mal gucken, was das Knochenartefakt eigentlich macht, oder? Wie viele Runen habe ich? Ich habe 6 Runen. Ich könnte auch mal was verbessern. Ich könnte die Beherrschung... Ich möchte das teleportieren, aber... Schnelle vorwärts strategische Hinweise. Glaubt es dir, dich ungesehen sehr schnell zu bewegen? Es ist also für das Schnarchen geeignet. Was bringt denn die Stufe 2 dann davon?
Ach, über längere Distanz. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, okay. Jetzt kann ich mich weiter teleportieren. Das ist definitiv sinnvoll. Und was bringt hier Stufe 2? Also ich nutze hier gegen... Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Was gibt es hier noch? Aber ich könnte auch mal meine Vitalität einfach ausbauen, oder? Ich denke, das wäre... Oder das? Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird geringer. Überraschte Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zur Asche. Okay. Baut an eine... Das wäre auch nicht, das wäre auch sinnvoll vielleicht. Aber ich glaube, ich mache erstmal noch Vitalität, denn so wie ich momentan spiele, passiert es mir häufig, dass ich gegen ein Dutzend von Gegnern antreten muss. Und dafür brauche ich viel Leben. Ansonsten schaffe ich das nicht. So, und da unten ist eine Rune. Ich möchte die eigentlich wirklich mitnehmen. Wie kommen wir denn dahin? Die ist da unten im Wasser, okay. So müssen wir ins Wasser kommen. Da muss ich erstmal hier wieder runter. Und da stehen Wachen unter mir, schon mal gar nicht gut. Wie weit kann ich mich denn... Ich kann mich ja jetzt richtig weit teleportieren, wow. Meinte ich, kann da oben so drauf stehen bleiben? Das geht! Boah, das ist ja richtig gut jetzt. Okay, dann noch einmal da runter teleportieren. Und da sind wir. Sprinte ich noch einmal schnell... Kann ich sprinten? Ich glaube ja, ne? So, dann muss hier irgendwo... Da unten ist die Rune. Yay, sehr schön. Irgendwie war ich bisher, glaube ich, noch nie so aktiv in diesen Sachen, oder? Ich habe jetzt schon richtig viel gefunden für meine Verhältnisse. Freut mich auf jeden Fall sehr, aber dann lass uns mal das letzte Knochenartefakt auslassen und Richtung Maskenball gehen. Vielleicht können wir uns auch direkt hier rüber teleportieren. Ich glaube, das geht sogar mit der neuen Distanz. Na, nicht so ganz. Muss ich vielleicht noch jetzt ein Stückchen nach vorne gehe? Nee. Aus dem Wasser heraus kann ich das ja leider nicht. Gut, dann muss ich nochmal hier hoch. Versuchen wir mal an diesen Wachen vorbeizukommen. Ich brauche mal meine Nachtsicht. Okay, es sind wirklich nur die zwei Wachen. Die kriegen wir doch. Ich könnte mich, glaube ich, jetzt hier schon vorbeischleichen. Das mache ich auch einfach. Hier ist auch gar nicht so ein großer gerade unterwegs, oder? Ich sehe zumindest keinen. Der steht da rechts, okay. Gefährlich, da liegt einer. Den hat der Große schon erwischt. Hier liegt noch einer, den er... Bewegt sich in die andere Richtung. Okay, alles ist in Ordnung. Kann ich hier irgendwo auf das Dach vielleicht rauf? Das wäre sehr schön. Ich glaube aber nicht, oder? Nee, da komme ich nicht hoch so. Komm ich da vielleicht hoch? Nee. Okay, dann muss ich irgendwie... Doch, ich könnte mich hier hoch teleportieren, natürlich. Schon bin ich dran vorbei. Sind hier denn Wachen? Da sind keine Wachen. Neutrales Gebiet erreicht. Versuche unterzutauchen. Wie unterzutauchen? Das heißt, ich bin jetzt schon... Ich bin jetzt da beim Maskenball. Im Prinzip. Ja, oder? Mensch. Das ist ja toll. Gut, dann würde ich sagen... Beende ich die Folge aber hier auch schon. Was passiert? Ne, der dürfte doch gar nicht aggressiv gegen mich sein. Beende ich die Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben den Maskenball jetzt schon mal erreicht. Nächstes Mal werden wir ihn auch betreten. Also... Seid dabei, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.